Eine herrliche Lage, dieser Markt mit dem Stift. Dies schrieb einst der steirische Prinzerzherzog Johann über Steins. Zu Füßen des Schlosses mit der Stiftskirche gedeiht heute die Schilchertraube. Steins ist seit der Markterhebung im 13. Jahrhundert eines der Handelszentren der Weststeiermark. Doch nicht nur die Wirtschaft ist hier beheimatet, sondern auch die Kultur. Der Steinzer Literatursommer oder Konzerte im Rahmen der Styriarte sind fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender. Produkte Steinzer Betriebe werden weit über die Grenzen der Steiermark hinaus vertrieben. Im Steinzer Gewerbepark findet man viele mittelständische Unternehmen. Sie versorgen die Bewohner des Ortes und der Umgebung mit wichtigen Dienstleistungen und Produkten. Der Markt Steins ist auch ein Schul- und Bildungszentrum. Er bietet Ausbildung vom Kindergarten bis zur Fachschule. Eine besondere Attraktion ist der Flascherlzug. Diese 1892 erbaute Schmalspurbahn verbindet Steins mit dem Schienennetz der Graz-Köflacher Bahn. Seinen Namen erhielt der Flascherlzug durch Heilungssuchende, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit Urinfläschchen im Gepäck diese Bahn auf ihrem Weg zum Wunderdoktor Höllehansel benutzten. Einst ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor, ist dieser Zug heute eine Touristenattraktion.